Heute steckt auch im Hobby rein. Mit der Renndrohne, also natürlich ganz klein gebaut, die Elektronikkomponenten, da wird über einen Computer auch konfiguriert, eingestellt. Eigentlich ist es ein kleiner fliegender Computer. Die Verbindung zwischen der Arbeit und dem Hobby ist am meisten Kundenorientierung. Und zwar im Job sowieso, wo wir natürlich den Umgang mit den Kunden haben. Und beim Drohnenfliegen ist es häufig so, dass sie mit Spaziergängern kommen, dann komisch anschauen, denken, oder fragen direkt, was machen sie da? Und dann nehme ich morgens die Zeit und lande da die Drohne und erkläre ihnen, was da alles dran hat, wie das funktioniert mit den Kameras. Ich gebe ihnen auch mal die Videobrille, dann können sie mal wirklich durch das Bild durchschauen. Ich fliege ein bisschen umeinander und meistens sind sie dann recht begeistert. Sie haben auch ein bisschen Verständnis. Es ist auch schön, die Reaktionen von den Leuten zu sehen. Du stehst selber mit beiden Beinen auf dem Boden und kannst trotzdem Überschläge und Looping und kannst die Keien lassen und hast auch Kribbeln im Bauch. Ich bin früher noch mit den klassischen Modellflügern rumgeflogen. Da hatte ich immer das Problem, ja, du bist am Fliegen und wenn du mal 50, 100 Meter weg ist, ist es ein bisschen schwierig, ja, ist er jetzt vorwärts oder ist er jetzt retour. Jedenfalls haben gedacht, das wäre eigentlich noch schön, man sehe ich direkt aus dem Fliegen raus. So bin ich zum Hobby gekommen. Die Faszination ist, sich wirklich mal bewegen wie ein Vogel. Das ist die grosse Faszination.